Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Railroad. Ich habe mir eine neue Station ausgesucht. Und zwar sind wir jetzt beim Köln Hauptbahnhof. Ist hier unterteilt in Sektionen A, B, C, D und E, G. Und von rechts und links kommen die ganzen Züge rein. Nochmal unter anderem zu des Buchfors und Zugbrücken-Wendeanlage. Ich glaube nicht, was da eigentlich ist. Dann Tribunstraße, Köln-Mülheim, Mülheim-GZ, Deutzersfeld, Köln-Kalk und so weiter. Ich kenne die Gegend in echt jetzt nicht so, aber ich denke mal, es wird schon so passen. Und hier unten fährt S-Bahn, so wie ich das gesehen habe. S-Bahn Köln, Hauptbahnhof, DEAC, primär dort so unterwegs. Hat aber eine Verbindung nach oben. Eingestellt ist das Ganze so, dass die Züge automatisch angenommen werden. Das heißt, ich könnte ein bisschen Stress kriegen, aber sie kriegen auch keine Strafe, wenn sie vom Signal halten müssen. Ja, ich würde sagen, wir drücken mal Start und los geht's. Den ersten Zug haben wir ja auch schon, den nehmen wir mal schon mal an. Ich kann ihn gar nicht annehmen. Doch jetzt. So, der will noch Hauptbahnhof CD1. Schlau, du fährst hier nach oben. So, und da bleibt er ein paar Minuten stehen, fährt dann weiter nach Köln-Messe-Deutz 1. Das ist da oben. Ja, ich würde sagen, gebe ich dir erstmal den ganzen Weg. Und nach Köln-Mülheim 1, das ist da oben. In die SBL rein und da rein. Ich denke mal, da kommt ihm nichts in den Weg rein. Gut. Ein bisschen fast forward. Haben wir schon den zweiten. Wo bist du hin? Messe Deutz, Gleis 7. Das ist hier unten. Und dann geht's weiter nach Hauptbahnhof CD9. Hier unten. Ich würde sagen, dann fahren wir bei dir so. Auch wieder CD mittig rein. Ja, soweit so gut. 86 Züge insgesamt. Ich glaube, fertig werden wir die Karte nicht spielen. Das ist auch wieder so eine Karte, die länger dauert. Aber ein bisschen reinspielen auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Es kommen gleich mehrere. Der will ebenfalls auf die 7. Kommst erstmal. Du musst auf die 5. Und willst dann CD8. Das ist hier. Ja, dann gebe ich dir das mal. Oh ne, das war falsch. Du musst dann hier runter. Ah, oh, da ist ja auch einer. Du bist auf Gleis 3 CD. Es ist da. Dann fährst du hier geradeaus durch. Machst den Schlenker. Ja, ich würde sagen, ich mache die Vorstraße immer bis zum Bahnhof rein und dann schauen wir weiter. Es ist vorprogrammiert. Du fährst dann auf die 7. Das ist eins weiter oben. Ach, und da unten auch der nächste. Gleis 10 und S-Bahn. Okay, das ist einer, der unten rumfährt. Gebe ich dir auch schon mal alles. Wo musst du dann schlussendlich hin? Köln-Nippes, S-Bahn 2. Wo ist das? Ach, da unten. Gut. Hoffen wir mal, dass jetzt da nichts kommt. Sonst dauert der mal seine Fahrstraße. Irgendwann vergessen jetzt? Nö. So, der Kollege ist jetzt am Losfahren, wo das Gleis noch besetzt ist. Ja, Minute 20. Muss er warten. Das kann ich nicht ändern. Wo geht's denn bei dir eigentlich dann weiter? Köln-Messe Deutz beliebig und dann Köln-Kalk 1.
Das heißt, dich könnte man eigentlich da parallel fahren lassen. Mal schauen, ob das so aufgeht. Wie lange bleibst du im Bahnhof? 2 Minuten. Okay. So, vorspulen. Da ist gerade ein Zug reinkommen von irgendwo. Oder? Da ist doch irgendwo. Ist da nicht gerade ein Zug irgendwo rein? Ich bin schon Paranoia. So, du fährst dann auf die 7. Können wir das schon mal vorprogrammieren? Das dann so, so, so. So. Auf 7 CD. Dann bin ich erstmal arbeitslos, bis die dann da sind. Jetzt ist was kommen. Panzerring auf die 1. Und dann S-Bahn AC10, das ist da oben. Und dann auch Trimbornstraße 1. Wo ist das? Ach, das ist da oben. Okay, einmal so, einmal so, einmal so. Trimbornstraße ist da oben rein. Dann ist der auch erledigt für uns. Grüne Welle für dich, mein Freund. Hab einfach keine Störung. Eigentlich auch noch irgendwie cool. In Railwood, wenn da Züge Störungen hätten. Stichwort Railwood. Da, glaube ich, wäre es mal ziemlich geil, wenn man jemand den Bahnhof Romanshorn nachbauen würde. Würde ich sofort spielen. Das wäre eine super geile Sache. Und wenn es keiner tut, dann mache ich das vielleicht. Wäre das vielleicht ein Projekt, was euch interessieren würde? Bahnhof Romanshorn nachzubauen in Railwood? Weiß gar nicht, was so abgeneigt von dieser Idee. Jetzt gerne mal in die Kommentare rein, was ihr dazu sagt. So, ein bisschen vorspulen. Da ist jetzt, glaube ich, wieder was gekommen. Ja, von da oben. Fährst in die SBL rein, du fährst danach Hansaring 1. Danach auch hier Gleis 10. Und dann Buchforst 1. Wo ist das? Ach, das ist da unten. Okay, auch das tun wir programmieren. Buchforst wäre noch da unten, da oben, da oben. So. Sollte aufgehen. Das heißt, wenn er durchfahrt, ist die Vorstraße nach da unten. Die beiden sind auch versorgt. Das heißt, die drei sind die nächsten, um die wir uns hier kümmern müssen. Oh. Ja. Du fährst auf die 11 und dann S-Bahn 2. Das ist das hier. Runter, darauf, da rein. Und du fährst nach Trimbornstraße. Okay, auch das wird programmiert. Trimbornstraße. Ich hoffe, der führt das dann auch in der richtigen Reihenfolge aus. Wo musst du hin? Hauptbahnhof, Gleis 6. Oh geil, da kommt schon der nächste dahinter. Ja, dann fährst du hier gerade. Gleis 6, CD. Den da hinten schauen wir uns gleich an. Du bist Gleis 3. Schick mal da nach unten. Gleis 3 CD, oder? Ja. Du bist versorgt, ist versorgt. Warum sind da gerade 2 hintereinander? Du bist dann Gleis 9. Okay. Du fährst du dem erstmal hinterher? Ja. Und da Gleis 9 CD. Dankeschön.
Geduld, Kollege, Geduld. Bei denen wird es jetzt spannend, wer da als erstes wegfahren wird. 5 Minuten bei ihm. 2 Minuten einer 50. Ach, da ist ja noch einer. Müsste auf die Messe 7. Und dann Gleis 7 im Hauptbahnhof. Je nachdem, wer da ist. Ist die Frage, welches Signal als erstes schaltet jetzt hier. Okay. Ja, ich bin ziemlich sicher, er als erstes fahren nach Köln. West 2 ist da oben. Aber wird eh angezeigt, dass der Zug da als nächstes reinkommt. Wie fährst du da am blödesten? Könnte man sagen, so rein. Der wird auf Gleis 1. Fährst du oben rüber? CD, oder? Ja. Köln-Lippes S-Bahn will der auf die 2. Okay. Köln-Lippes S-Bahn. Dann fährst du da rein. Gut ist, da haben wir Stau. Ist halt so. Bei dem müssen wir jetzt echt aufpassen, dass das Signal wirklich als erstes geht. So, 2 Minuten 42, Köln West 2. Und beide noch da oben. Gut, dann tue ich das auch mal vorprogrammieren. Wenn du da reinfährst. Und du fährst nach Köln-Ehrenfeld 2. Das ist eins weiter drunter. Dann würde ich sagen, fährst du dann hier so. Ich hoffe, das ist kein Fehler, dass da jetzt nichts rauskommt. So, die von Retour. So, jetzt hier aufpassen. Yes, ist richtig gegangen. Ach, der nächste. Du bist auf Gleis 4 dann. Gleis 4 ist dann weiter oben. Okay. Hier rein und dann fährst du bitte auf die 4. Wo willst du hin? Was? Hansa? Hä? Zeig nochmal. Wendeanlage. Wo ist das? Ach, da. Und da musst du auf die 2. Gut. Einmal einstellen. Perfecto mundo. So, ist jetzt vorbereitet. Er ist am Wegfahren. Was haben wir hier für einen Höllenhauptbahnhof? A, B, 5. Den kriegen wir hin. Ah, ich will den nächsten Bereich auswählen. Fahr weiter. Dann würde ich sagen. Wieso konnte ich nicht sagen, dass du da runterfährst? Ach so, wegen dem. So, AB5. Messe Deutz 8 kriegst du und danach. Moment. Köln hat man auf IG9. IG9 ist hier runter. Ist ganz nach vorne.
Du bist noch da oben hin. Du müsstest ja gleich mal die Fahrt kriegen, oder? Oder dann so fahren. Achso, shit, du musst ja auch eins weiter. Entschuldigung, habe ich übersehen. Du fährst nach Buchforst 1. Buchforst 1 war... Ach, da hinten, okay. Einen Moment, liebe Züge. Gleich soweit. So, und dann hier rein. Lol, da läuft ein Timer. Messe Deutz beliebig und dann auf Gleis 8 bei dir. Ja, dann fährst du da oben hinterher. Gleis 8 können wir eigentlich kurz durchstellen. Ist ja eh egal. Du musst auf 4. Hier ist da oben. Und danach, zeig's nochmal, Falk 1, okay. Na komm. Perfekt. Moment, Ehrenfeld S-Bahn 2. Das war dann so, Ehrenfeld S-Bahn 2. Du fährst dann Trimbornstraße. Die ist... Ja, da oben. Ja, das läuft echt gut. Trimbornstraße da oben. Noch einer. Der will auf Gleis 7. Deutz beliebig. Ah, du fährst da unten lang. Gleis 7. Einmal durchstellen. Ah, fuck. Das hat er jetzt für den halt schon gemacht. Wo geht's? Du fährst in 7 Minuten weg. Du hast schon. Du fährst in 2 Minuten weg. Einmal für dich die Ausfahrt. Du fährst dann nach Wötzersfeld 1. Bei die 2, gell? Ja. Nach Deutzersfeld, der fährt da rein. Wo bist du hin? AB2. Ah, langsam wird's chaotisch. Mal prüfen, du fährst auf 8. Ist auch richtig eingestellt. Okay. Ich glaube, alles ist unter Kontrolle. Zwei, 2571. Wer ist das? Ach, da kommt ja eh gerade. Nee. Er beschwert sich. Achso, ja, er. Okay. Ja, und der nächste. S-Bahn 2. Okay. Hier rein und. S-Bahn 2. Ich glaube, der Fahrplan ist ja nicht optimiert. Wenn die dich da. Wegen Zeiten beschweren. Habt ihr das eigentlich schön straight rausgeschickt? Du bist AB3. Kriegst du? Ja? 5 Minuten, 3 Minuten. Köln West 2. So, viel Spaß da hinten.
Köln-Nippes 2. Fahren wir dann so. Dann hätten wir hier die Ausfahrten schon. Köln-Betriebshof, beliebig. Auch kein Problem. Beziehungsweise, ja doch. Ach, für da oben. Boah, da steht doch beliebig. Wie schickt dich das straight rein? Einer noch mit Rot. So, das ist er da oben. Willst du noch eins weiterfahren? Köln Hauptbahnhof, Messe. Was? Messe Deutz beliebig. Aber das ist ja. Ach, der wendet. Und dann wieder nach Köln-Mülheim. Ja, dann tu du mal wenden da bitte. Abfahrt in 4 Minuten. Der hat auch gewendet. Der will auch wieder Retour. Ja, das muss mir einer sagen, dass die hier noch wenden. Okay, Köln-Mülheim 2. Das ist. Ach, Köln-Mülheim, das ist da oben. Und das andere war. Nach Köln-Mülheim 1. Alle beide noch da oben. In einer Minute. Ja, du fährst dann hier rauf. Das war jetzt der mit Mülheim 2. Fährst dann so rein. Abbahnhof. Okay. Du fährst hier straight. Gleis 6 für dich. Das wäre dann gerade über. Sehr gut. Shit, was habe ich jetzt gerade? Muss der hin? Sag nochmal, Gleis 6. Du musst gerade rüber. Leute, Gleis 2 CD. Okay, du willst 4AB. Häng mal hin. Die wäre da unten. Ah, shit, ich kann das nicht auswählen. Okay, im Lot, im Lot, im Lot. Ist unterwegs. Deine Ausfahrt. Du bist ja dann nach ganz nach oben. Du fährst dann hier entlang. Und machst das Ganze so. Ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht. Läuft, läuft, läuft. Ach, da ist ja noch einer. CD8 musst du. Muss auf die 8. So, einmal so. Der ist jetzt auch unterwegs, der ist unterwegs, die von ein, die von aus. Der muss noch eins weiter. Und fährt dann nach Ehrenfeld 2, das ist hier in der Mitte. S-Bahn Köln, warte mal. Ah, Buchforst machst du, okay.
Südli. Hufwurst. Das war das da unten. Mit schon Buchforst 1, ne? Ja. So, Chaos. Ja, Kollege. Ich muss kurz warten. Er fährt auf A, B. Er fährt auch auf A, B. Ernst jetzt? Oh, Gleis 3 bei dir. Kann ich wieder diesen blöden einen Bereich da nicht auswählen? Noch einer! Sag mal, was ist los hier? Ufaus nach Timbornstraße 1. Okay. Mache ich dich wenigstens mal. Timbornstraße. S-Bahn 2. Also ein bisschen wiederholend, ne? So, lass mal ganz kurz Pause machen. Bei mir nackelt gerade alles wegen dieser Baustelle. Ich bin gleich wieder bei euch. Okay, da bin ich wieder. Und ich würde sagen, wir machen die Musik wieder an. Wunderbar. Und hier die Pause weg. Ich war ja bei dem Kollegen hier dran. Der muss ja auf die 3. So, was ist denn für 3 eigentlich? Komm, zeig her. CD. 3 CD. Und jetzt der ganze andere Kram. So, du kannst mal einfahren. Du musst auf die 5. Und Hauptbahnhof 7. So, was denn bei 7 CD? Gut. Er steht vor Rot, weil Mülheim 2 hätte ich auch woanders schicken können. Machen wir das mal so. Du fährst da unten rein. Oh ne, warte mal, das ist falsch. Du fährst so rein. So, der Kollege fährt nach oben. Okay, da habe ich jetzt wirklich einen kleinen Stau verursacht. Du musst Gleis 2. Mann, das ist so nervig, dass man da jetzt nicht die Fahrstraße machen kann. So. Und die 2 und nach der 2 nach Deutzersfeld rein. Wer will noch was von mir? Köln Ehrenfeld 2. Du fährst so. Köln Betriebshof beliebig. Dankeschön. Und der fährt dann nach Köln-Nippes 2. Okay, vorbereitet. Der muss Hauptbahnhof AB5. Sehr gut. Du darfst dann hier einfahren. Du darfst auch hier einfahren. Du musst dann AB2.
Okay, ja. Sonst kein Stau. Doch, da hinten hat einer noch was. Fernmesse Deutsch 7. Ah, jetzt wird's spannend. Und dann auf Gleis 9. Da Gleis 9. Gibt immer gerade alles. Du bist nach da und fährst dann nach Köln, Nipp ist S-Bahn 2. So, einmal hier runter. Erledigt. Ja, der zweite muss jetzt kurz warten. Du fährst beliebig und fährst aber nach Mülheim. Okay. Wo schickt man dich hin? Machen wir auf die 1 hier rein. Ja, sorry, geht nicht anders. Oh, du musst da 1 weiter. Dich habe ich jetzt noch nichts, glaube ich. CD1. Ja, spannend. Für dich habe ich vorprogrammiert. CD bleibt bei dir. Okay. So, jetzt kannst du weiterfahren. Musst dann auf Gleis 8. Du kannst hier mal so fahren. Du fährst dann oben rüber. Gleis 8 CD, oder? Na, EG. Dich ist dann auch gleich frei. Du musst auf den Betriebshof. C3. S-Bahn Köln. Du hast dann Trimbornstein drauf. Okay. Kriegst für mich auch einmal alles. Einer billiger. Sehr gut. Wir fahren alle nach... Ach, du fährst schon los. Du fährst dann nach Kalk. Okay. Bitteschön. Weg mit dir. Der fährt dann auch nach Kalk. Also was, dann fährst du dem da hinterher? Cool. Bin ich dich schon mal los. Du fährst dann nach Messe Deutz weiter. Du fährst Köln West. Da oben ist jetzt gleich frei. Oh, auf die 8. Nach der 8 geht es auf Gleis 9 beim Hauptbahnhof weiter. Was denn eigentlich? CD. Eine Minute, zwei Minuten. Du fährst nach Deutzersfeld und du musst auf 4. Bring mal hin. Beziehungsweise stellen wir schon mal ein, wenn du auf die 4 musst, musst eh auch nach da unten fahren. Und dann nach da oben rein. So, hier gehen wir schon mal die Einfahrt. So, Köln West 2, das ist da. Fährst dann so. Dankeschön. AB1 bei dir. Nice. Oh, der muss auch noch AB.
Der ist erledigt, der hat's. CD, du fährst dann weiter nach. Moment, zeig's nochmal. Köln-Ehrenfeld. Der fährt nach rechts weiter. Okay. Oh ja, genau. Und die nächsten. Buchforst fährt er hier. Okay, so, so, so. Programmiert. Ehrenfeld S-Bahn bei dir. Ich würde nicht sagen, dass es stressig ist, aber. Da, glaube ich, hätte ich jetzt gern Sensoren. Oh, Ehrenfeld S-Bahn. So, bei dir ist es. Trimbahnstraße. Erledigt. Ja, für dich habe ich schon eingestellt. Du fährst beliebig und fährst dann nach Mülheim 2. Ja, wie lasse ich dich denn fahren? Dich lasse ich da oben reinfahren. Oder. Ja, doch, ich fahre dich da oben rein. Ist dann so, so und so. Okay. Müssen wir mal aufpassen, deine Zug danach da oben reinfahrt, dass er dann entsprechend reinfahren kann und nicht blockiert wird. So, Ehrenfeld 2. Was am besten da lang. Und da rein. Gut. Ich muss ja auf die 4. Ja, nee, du wartest bitte kurz, bis der hier abgefahren ist. Hat's, ja, gibt natürlich einen kleinen Stau jetzt, wenn er losfährt, dann muss er hier unten noch warten. Also es sieht eigentlich komplex aus, aber es ist wirklich überschaubar. Fällt mir aber. Und es werden noch 60 Züge zu machen. Oh nö. Du bist auf AB2. Kann ich dich da oben annehmen? Yes, das geht. So, AB2. Dann fährst du hier nach oben, nach da. Okay. Köln-Nippes S-Bahn 2. Auch das kriegst du von mir. Einmal wieder durchstellen. Das wäre eigentlich auch mal eine Challenge an sich, sich so eine Karte nehmen und dann vollautomatisieren mit den ganzen Sensoren. Und schauen, ob es dann läuft. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle werden wir es auch bei der Karte jetzt erstmal belassen. Es ist ja doch, ja, eben wiederholend, aber es ist schön. Hat Spaß gemacht da in Köln. Und wegen Romanshorn gibt es mal nochmal Feedback. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Wenn ihr ganz wild drauf seid, dann werdet ihr sogar Kanalmitglied und dann seht ihr die ganzen Folgen schon im Voraus. Bis denn dann, bleibt gesund, gute Fahrt, ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.